Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ja, wir beraten heute ein ganzes Paket an Initiativen und Berichten, die den Bevölkerungsschutz betreffen. Und ich möchte deshalb auch gleich auf das THW-Gesetz zu sprechen kommen. Es ist ein guter Gesetzentwurf, der viele Verbesserungen schafft. Und nun wird endlich auch klar geregelt, dass in vielen Fällen die Einsätze nicht mehr den Kommunen in Rechnung gestellt werden. Das ist eben auch schon angesprochen worden. Und das ist selbstverständlich genau richtig. Die Herausforderungen für unser integriertes Hilfesystem und die föderale Struktur werden nicht weniger. Wenn wir zum Beispiel an die extremen Trockenperioden, Starkregenereignisse oder auch andere Extremwetterlagen aufgrund der Klimakrise denken, und da kann man sich auch die hier vorgelegten Risikoanalysen anschauen, die Herr Hahn vorhin schon zitiert hat, all das zeigt uns, dass es ganz dringend Handlungsbedarf gibt. Und auch in der aktuellen Krise erleben wir, wie schnell eine Lage länderübergreifende Bedeutung erlangen kann und koordiniertes Handeln auch im Bevölkerungsschutz erforderlich ist. Und der wirklich gelungene Antrag der FDP, Kollege Strasser, dem wir auch zustimmen werden, macht viele konkrete Vorschläge. Aber er bietet leider keine Lösung dafür, wenn Abläufe unter Reibungsverlusten leiden oder Maßnahmen sogar ins Leere laufen, weil es bei 16 Länderzuständigkeiten niemanden gibt, der den Gesamtüberblick behält. In solchen Situationen ist der Bund gefragt, mehr Verantwortung zu übernehmen, und zwar nicht, um den Föderalismus abzuschaffen, sondern zur Unterstützung der Länder. Das integrierte Hilfeleistungssystem, so wie wir es kennen, muss zu einem kooperativen Hilfeleistungssystem weiterentwickelt werden. Und diese Erkenntnis ist nicht neu. Auch bei der letzten Änderung des Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes, also vor 12 Jahren, sagte der ehemalige SPD-Kollege Gerold Reichenbach hier im Haus, dass wir eine bundesweite, im Grundgesetz verankerte Koordinierungskompetenz im Katastrophenschutz brauchen. Und genau dieser Punkt wurde auch in der Anhörung im Innenausschuss vor 2 Monaten von den Sachverständigen unterstrichen. Und Herr Hess, das können Sie ja jetzt hier fordern, aber einen Antrag zu schreiben war Ihnen wahrscheinlich zu kompliziert. Wir Grünen haben die Anhörung zum Anlass genommen, Ihnen heute unseren Antrag vorzulegen, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit einer Zentralstellenkompetenz auszustatten. Denn es ist eben niemandem zu erklären, dass das BBK zwar im Verteidigungsfall über die nötigen Kompetenzen verfügt, aber sein Know-how in Friedenszeiten eben nicht einsetzen darf. Und es ist wichtig, dass wir einen verbindlichen Informationsfluss bekommen und ein abgestimmtes Ressourcenmanagement haben, damit jederzeit sichergestellt ist, dass die Hilfe auch dort ankommt, wo sie benötigt wird. Und das geht mit einer solchen Zentralstellenkompetenz. Auch bei besonderen länderübergreifenden Lagen stößt unser wirklich gutes föderales System nun mal an seine Grenzen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das weiterentwickeln. Und ganz in dem Sinne, wie es der Kollege Hahn vorhin vorgeschlagen hat, möchte ich auch hier an Sie appellieren, wenn wir jetzt unseren Antrag in den Innenausschuss überweisen, lassen Sie uns darüber nachdenken, wie wir unser bereits gutes System noch weiter fortentwickeln können im Interesse des Föderalismus. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Michalitsch. Als nächster Redner hat der Kollege Michael Kuffer, CDU-CSU-Fraktion, das Wort.